Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Ui. Okay. Na okay, englisches Essen soll sowieso nicht so berauschend sein. Obwohl ich es noch nie gegessen habe, aber man hört halt so einiges. Reden wir mal mit den Leuten in unserem Nebenwaggon. Hallo. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Oh. Hab ich gar nicht gemerkt. Mal übers Bier reden. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Bam. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Klar, Mann. Das ist Chalky White. Und von dem kriege ich noch 10 Mäuse. Ist Nein, klar. Das ist ein internationaler Attentäter und er nennt sich Khan. Oh, ja klar. Ei, aber ich war dicht dran, was? Nicht wirklich. Bis später. Wollen wir mal diesen Suffkopf nicht weiter stören. Und laufen, weitergehen. Oh. Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schiffer die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Ja, und der Sound ist verdammt laut. Das ist unglaublich. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Oh, er liebt sie. Wie süß. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar, halt, Moment. Ja. Lass das Fenster. Warum? Es ist... Okay. Wir werden wahrscheinlich erstmal... Nee. Besser nicht, bevor uns noch irgendwie umjuckelt. Das muss nicht sein. Hey, Kumpel. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling-Sea dabei. Okay. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling-Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Klar. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Durfte ich dann bitte vorsichtig aus dem Fenster? Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Nein. Dann schau mal gut hin. Ich habe keine Lust, Witze zu machen gerade. Denn wir müssen hier eine Frau retten. Warte, Freundchen, ich helfe dir. Ups. Ja, klar. So eine besoffene Holznase mir helfen. Und dann auch noch ein Bauarbeiterausschnitt. Ja, vielen Dank. So, dann wollen wir mal...
Bitte einmal runter. Ist aber ganz schön gefährlich, was du da machst, George. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Ja, bitte. Ich habe noch nicht mal geklickt. Naja, whatever. Es hat geholfen. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stop. Ah, ja. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolay, älter als Salomon. Aha. Wir werden sie aufhalten, sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Oh. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Aha. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Aha, und was hast du in Bull's Head hier gesucht? Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Ah ja, ist klar. Dann wollen wir dich in Frieden ruhen lassen. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Jetzt wollen wir erstmal Nico befreien. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbert. Mach ich, sobald ich bereit bin. Oh. Das ist unfair, George. Oh. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Oh. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Oh. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. Oh. Und? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Ach nee. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Auf und davon. Früh am nächsten Morgen. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins drauflegen. Hat er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Tja. Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastiksprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ah. Ja, was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb.
Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. Nein. Ich hoffe, es ist zerstört. Na dann, auf in die Kirche. So, während sie sich hier jetzt alles in Ruhe anguckt, guck ich mir mal den Schutthaufen hier an. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Da ist noch mehr. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Okay. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Weiter. Da ist noch was. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ja, cool. Ich glaube, mehr werden wir hier nicht finden, oder? Ich finde hier nichts. Schade. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Ups. Verdammt. Der Griff ist abgebrochen. Ja, dumm gelaufen. Wir müssen hier irgendwie das Ganze aufbekommen, aber ich weiß schon wie. Schnappen ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. So, und dann gucken wir uns das hier mal an. Dieser Gargoyle bekommt jetzt nämlich ein paar Augen verpasst. Einmal. In das Loch passt das Zahnrad nicht hinein. Okay, dann halt in das andere Loch. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Und einmal dieses. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Und dann müssen wir das Ganze bloß noch ankurbeln. Ich schiebe den Griff in den Mund des Dämonen. Die Zahnräder greifen alle ineinander. Schön. Dann kurbeln wir mal. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Tja. Wir müssen weiter, um zum Ende zu gelangen, mehr oder minder. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn? Satanisches Sexritual? Nicole! Schau dir das bloß an. Baphomet. Lobino hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort. Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Es ist interessant. Ach so. Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Also bitte. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern,